Also ich sage erstmal, die offizielle Begründung für diesen Einsatz und der Auftrag, den die Bundeswehr dort erfüllt, das sind, wie Sie ja schon richtig gesagt haben, zwei Mandate. Das eine ist ein Ausbildungsmandat, das heißt, es werden etwa 180 Soldaten bereitgestellt, um malische Soldaten in Bamako insbesondere auszubilden, damit die eben in die Waffentechnik, in die Logistik und in Kampftätigkeiten und was weiß ich alles eingeführt werden. Das Ausbildungsmandat, das so harmlos erscheint, dass eben hier Bundeswehrsoldaten dort malische Soldaten ausbilden und eben nicht mit Kämpfen in Berührung kommen, dieses Ausbildungsmandat ist gar nicht so harmlos, wie es uns dargestellt wird. Denn auch in Bamako, auch dort, wo diese malischen Soldaten ausgebildet werden, können natürlich auch Kämpfe stattfinden. Wer sagt denn, dass nicht ein Angriff auf eine Kaserne, auf eine Ausbildungskaserne stattfinden kann? Und sofort sind Bundeswehrsoldaten mit im Kampf geschehen. Oder das Zweite wird sein, dass, und das steht so auch im Mandat drin, dass vorübergehend anfangs die Sicherung dieser Ausbildungskräfte der Europäischen Union von französischen Soldaten übernommen wird. Es ist ja immer so, man schickt Soldaten hin und diese Soldaten müssen von anderen Soldaten geschützt werden. Und dass aber dieser Schutz nur am Anfang übernommen wird, was danach ist, darüber schweigt sich das Mandat aus. Das heißt, danach muss selbstverständlich die Bundeswehr selber diesen Schutz übernehmen. Das heißt, dieses Mandat trägt sozusagen die in sich die logische Folgerung, dass vielleicht in einem Jahr nicht 180 Soldaten, sondern vielleicht schon 300 oder 400 Soldaten dorthin geschickt werden müssen, damit die zusätzlichen Kontingente dann diese Ausbildungskräfte schützen. Und damit haben wir nicht nur eine Verteuerung, sondern auch einen Aufwuchs des deutschen Kontingents in Mali. Und es ist durchaus zu befürchten, dass wir in eine ähnliche Spirale hineingeraten, wie wir sie mit Afghanistan auch erlebt haben, wo ja sukzessive jedes Jahr sozusagen das Bundeswehrkontingent aufgestockt wurde. Das zweite Mandat bezieht sich auf die direkte Unterstützung der französischen und auch der afrikanischen Streitkräfte, die im Mali im Kampf sich befinden, indem deutsche Flugzeuge, Transportflugzeuge Soldaten nach Mali transportieren, auch innerhalb Malis transportieren, und zwar zu den Gefechtsstellen. Und dass außerdem französische Flugzeuge, Kampfflugzeuge in der Luft betankt werden, weil dazu verfügt die Bundeswehr über geeignete Tankflugzeuge. Das sind die beiden Aufträge. Das zweite Mandat wird begrenzt auf 150 Soldaten und einige Transportmaschinen, die dort hingebracht werden. Das ist also sozusagen der Auftrag. Insgesamt geht es darum, und das steht in dem Mandat der Bundesregierung, insgesamt geht es darum, den islamistischen Terroristen sozusagen keinen sicheren Hafen zur Verfügung zu stellen, weil sich das doch alles in der weiteren Nachbarschaft Europas befindet und das könne man nicht zulassen. Jetzt ist es ja so, dass im Bundestag dieser Einsatz eigentlich sehr viel Zuspruch hat oder es eigentlich sehr wenig Gegenstimmen gibt. Ist diese Begründung, die Sie auch genannt haben mit dem Terrorismus, ist sie jetzt so überzeugend oder warum gibt es da so wenig Kritik? Es ist überhaupt nicht überzeugend, aber das heißt ja nicht, dass es im Bundestag mehr Kritik geben müsste. Der Bundestag hat seit 11 Jahren immer wieder Afghanistan-Einsätze beschlossen, obwohl alle Welt weiß, dass der Afghanistan-Einsatz zu nichts führt. Im Gegenteil, die Einsätze sind immer stärker geworden und auch die Konflikte, der Krieg in Afghanistan hat sich immer weiter ausgeweitet. Also hat zu keinem Ergebnis jetzt im Sinne des gewünschten Ergebnisses geführt, dass also dort Stabilität einkehrt,
dass dort Frieden einkehrt, dass dort Menschenrechte geachtet werden, dass dort Frauenrechte geachtet werden und vieles andere mehr. All das ist ja nicht eingetreten. Man hat eigentlich die Erfahrung, aber trotzdem handelt man gegen diese Erfahrung und man handelt auch gegen die besseren Argumente. Wenn man sich Mali anschaut, um wieder auf den eigentlichen Gesprächsgegenstand zurückzukommen, wenn man sich also Mali anschaut, dann ist es doch vollkommen widersinnig zu glauben, mit 3000 französischen und 3000 afrikanischen Soldaten aus verschiedenen benachbarten Ländern von ECOWAS, dieser afrikanischen Vereinigung, könne man ein Land von der Größe, das also etwa dreimal so groß wie Frankreich ist, in irgendeiner Weise unter Kontrolle bringen. Zumal, wenn man die topografischen Gegebenheiten des Landes kennt, wo wir auch eine große Region haben, die sehr gebirgig ist, wo also es fast unmöglich erscheint, dass man irgendwelchen islamistischen Terrorbanden oder Gruppen oder bewaffneten Formationen irgendwie die überwältigen oder festsetzen könnte. Das scheint mir also vollkommen ausgeschlossen. Der Widerspruch in der veröffentlichten Meinung, der immer wieder festzustellen ist, lautet, dieser Einsatz wird langfristig nichts bringen, aber wir müssen ihn trotzdem machen aus Solidarität mit Frankreich, aus Bündnissolidarität und um überhaupt etwas zu tun. Das ist immer das, was man hört und man müsste eigentlich noch viel mehr tun, aber mehr kann man nicht, also macht man das, was jetzt gerade noch möglich erscheint. Und dieser Widerspruch, genau zu wissen, dass es zu keinem Ergebnis führen wird, dass man Mali eben nicht stabilisieren kann, nicht befrieden kann in diesem klassischen Sinn, auf der anderen Seite aber trotzdem dort militärisch reingeht, diesen Widerspruch vermag niemand aufzulösen. Sie haben es ja gerade gesagt, dass keine Stabilisierung durch diesen Einsatz erreicht werden kann. Was glauben Sie, bedeutet dieser Einsatz jetzt für Mali oder für die Bevölkerung Mali oder für die ganze Region um Mali herum, also auch die Nachbarländer? Also zunächst einmal würde ich sagen, ändert sich an den Grundlagen der Lebensbedingungen, der Lebensverhältnisse dort überhaupt nichts. Und das ist ja, und da fängt eigentlich schon das Hauptproblem an. Man kann, wenn man Terror, wenn man islamistischen Tendenzen überhaupt den Boden entziehen will, langfristig, dann muss man solche Länder nicht nur militärisch kontrollieren, was nicht möglich ist, meiner Meinung nach, aber man muss sie wirtschaftlich entwickeln, man muss sie sozial entwickeln, man muss dort überhaupt Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Und das geht nicht mit Militär, sondern dazu muss man andere Mittel einsetzen. Wenn man sich ansieht, dass auf der Geberkonferenz Ende Januar Mittel in Höhe von 450 Millionen Euro bereitgestellt werden für die militärische Aufrüstung Malis, dann sieht man, dass dieses Geld natürlich fehlen wird für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und das wäre eigentlich das Notwendigste. Mali ist eins der ärmsten Länder dieser Welt, vergleichbar übrigens mit Afghanistan. Und Mali gehört innerhalb von Afrika in der Sahelzone zu den Ländern, die dort, also zusammen mit dem Tschad, zusammen mit Mauretanien, das zieht sich ja dann rüber bis nach Somalia, zu den Ländern, die selbst innerhalb Afrikas zu den ärmsten, elendesten Ländern dieser Region gehört, mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, mit ganz großen sozialen Verwerfungen, mit bitterer Armut, mit Hunger und großer Kindersterblichkeit. Und da darf man doch nicht meinen, wenn man ein paar islamistische Banden, es gibt auch noch andere, es gibt Drogen, Banden. Durch Mali geht ja auch eine sozusagen der Drogentransport Richtung Europa, dass man meint, wenn man ein paar Islamisten bekämpft, dass man dort ein Land stabilisieren oder die Bevölkerung befrieden könnte. Das wird nicht passieren. Heißt das jetzt eigentlich, dass die Rüstungsindustrie der große Profiteur ist? Die Rüstungsindustrie profitiert von jedem Krieg. Und das Interessante an Mali ist ja, dass auch die Europäische Union, die diese Ausbildungsmission beschlossen hat,
dass die gesagt hat, vordringlich ist, dass die malische Armee mit geeignetem Rüstungsmaterial, also Waffen und sonstigem Militäreinrichtungen, Material versorgt wird. Und das ist natürlich für die Rüstungsindustrie hierzulande, weil wo soll sie herkommen? Sie kommt natürlich dann aus Europa, für die Rüstungsindustrie eine willkommene neue Profitquelle, dass man hier eben dann die entsprechenden Geräte oder Waffen baut und dann dort verkaufen kann. Das gehört mit dazu. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Beitrag aus NTV von einem Martin Morcinek, der hat 9 Gründe für einen Einsatz in Mali benannt und da hat er als den vorletzten Grund angeführt die Wirtschaftsinteressen, die wir haben. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass beim Libyen-Einsatz wo sich ja Deutschland im Sicherheitsrat enthalten hat und also nicht direkt sozusagen an diesem NATO-Krieg teilgenommen hat, dass also Deutschland, die deutsche Rüstungsindustrie, untätig zusehen musste, wie die französischen Militärs ihre neuesten Waffensysteme im Einsatz erproben konnten. Und genau das, darum geht es auch. Es geht nicht nur darum, Waffen zu verkaufen, sondern es geht auch darum, die eigenen Waffen erproben zu können im Ernstfall. Denn das hebt dann sozusagen den Wert dieser Waffensysteme, die man entwickelt hat, auf dem weltweiten Rüstungsmarkt, wenn diese Waffen gefechtserprobt sind. Und ich denke, auch das spielt eine gewisse Rolle, wenngleich ich die jetzt nicht überbewerten würde, weil diese enge oder diese ganz enge Verbindung von Waffenlobby und der Politik bei uns jedenfalls nicht so stark ist wie in Frankreich, wo beispielsweise auch Rüstungsunternehmen halbstaatlich noch sind, oder wie in den USA, wo die Rüstung einen sehr viel größeren Teil am Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Wie sollte sich die Bundesregierung nun verhalten, damit Mali wirklich geholfen wird oder der Bevölkerung von Mali, damit es auch eine langfristige Lösung der Probleme oder der Konflikte in diesem Land gibt? Also die Bundesregierung sollte sich jeder militärischen Einmischung dort verweigern. Wir wissen, dazu haben wir nicht die Kraft, sie dazu zu zwingen. Am Freitag wird das in erster Lesung durchgehen und eine Woche später wird das mit großer, großer Mehrheit einschließlich SPD, Grünen, wird das durch den Bundestag gewinkt. Das ist also die falsche Strategie. Eine richtige Strategie bestünde darin, meine ich, die ist allerdings dann etwas weiter weitsichtiger und nicht so auf das Kurzfristige angelegt, dass man die Entwicklungshilfe überdenkt, dass man mehr Geld und mehr Mittel bereitstellt, um solchen Ländern zu helfen bei der Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten, dass man auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch den Ländern, die über Ressourcen verfügen, und Mali hat Ressourcen, das wird viel zu wenig diskutiert, was es dort alles an Ressourcen gibt, vom Erdgas und Öl bis hin zu Gold und anderen wichtigen Edelmetallen, dass Mali die Möglichkeit erhält, diese Ressourcen selbst in eigener Regie zu vermarkten und zu verkaufen. Das Problem ist ja heute, dass sehr häufig ausländische Konzerne dort die Ausbeutungsrechte, Schürfrechte und was weiß ich alles haben und dass das Geld, das damit verdient wird, ja außer Landes geschafft wird. Das heißt, das kommt ja überhaupt nicht an in dem Land selber und das müsste geändert werden. Also es gibt eine ganze Menge von Möglichkeiten, hier zu helfen und hier langfristig etwas zu machen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man die eigene Wirtschaftspolitik ändert und dass man einem Partner wie Frankreich in seinen neokolonialistischen Strategien nicht noch hilft.